Grüße euch zum Männerwochenorakel vom 30. Mai bis zum 6. Juni 2016. Und wir haben bei der ersten Legung haben wir den Tektit. Hilft gut gegen Strahlung und Belastungen, auch das Ganze aus dem Körper rauszuspülen. Dann haben wir bei der zweiten Legung den Regenwaldstein. Finde ich sehr interessant. Und bei der dritten Legung haben wir den Bergkristall. Okay. Natürlich haben wir wie immer auch eine Krafttierkarte. Das wäre in diesem Fall der Dachs. Ja, er steht verbergen hinter Griesgrämigkeit. Könnte es sein, dass du dein im Grund großes und weiches Herz für andere unsichtbar hinter Übellaunigkeit und Griesgrämigkeit versteckst? Vermutlich machst du es anderen schwer, dir nahe zu kommen. Nur wer in deiner Gegenwart genau hinspüren kann, ahnt deinen weichen Kern. So lieben dich wahrscheinlich Hunde und Kinder zum Erstaunen ihrer Eltern oder Halter geradezu abgöttisch. Sie lassen sich nämlich nicht von deiner harten Fassade abschrecken. Und genau da deine Empfindlichkeit und Verletzlichkeit spüren, sind sie meist besonders achtsam und behutsam, geradezu liebevoll im Umgang mit dir. Aus Angst vor Verletzungen versteckst du dich, dein großes weiches Herz hinter einer Mauer, aus Gleichgültigkeit und Abweisung. Deine Affirmation: Mein eigenwilliger Charakter erfährt durch Bewegungen mit anderen Menschen eine wundervolle Bereicherung. Okay, diesmal habe ich zwei spirituelle Geldbewusstseinskarten von Thorsten Weiß. Die erste wäre hier: Ich gebe mir selbst alles, was ich brauche. Entscheide bitte selbst, was du momentan brauchst. Klammer dich aber bitte nicht daran, sondern sei ganz offen dafür, dass es immer weniger werden kann, was du brauchst. Wenn du in Glückseligkeit lebst, verschwinden viele der Bedürfnisse, die dir zu deinem früheren Zeitpunkt noch essentiell für dich waren. Denke auch in diesem Zusammenhang immer daran, überholte Verbindungen zu lösen und höre genau hin, was dein Inneres dir zuflüstert. Stelle sicher, dass diese Information aus einem höheren Bewusstsein herführt und frei ist. Gehe keine Verbindungen mehr ein, die nicht deinem neuen spirituellen Geldbewusstsein entsprechen. Und bleibe dir selbst stets treu. Unterschreibe keine Verträge, die altes Bewusstsein von Macht und Schuld enthalten. Gib dir stets das, was ganz und gar dir selbst und deiner neuen Wahrhaftigkeit entspricht. Was befreit dich aus dem Alten und gibt dir viel Kraft, Kreativität und Ausdrucksvermögen zurück? Gib dir selbst, was du brauchst und lebe deine wahre Größe. Und die zweite: Ich verdiene Liebe, Freude im Überfluss. Und das haben wir auf jeden Fall alle verdient. Ich verdiene Liebe und Freude im Überfluss. Es ist nicht immer Geld, was du benötigst, um Projekte voranzubringen. Meist sind es die Ideen, die innerhalb von Netzwerken entstehen, die den echten Durchbruch bringen. Ich bringe dies gern auf die Formel B
Bisher war 1 plus 1 gleich 2. Wenn du jedoch offen bist, dass andere dich bereichern können und du ohne jede Verlustangst deinen Erfolg mit anderen zu teilen bereit bist, dann ist 1 plus 1 gleich 1000 oder noch viel mehr. Okay, beginnen wir mit unseren Legungen. Und fangen wir mit der ersten Legung, mit dem Tektit an. Was haben wir denn hier? Grimhild, die Verzweiflung. Ach, hier, guck mal, auch die dunklen Wolken. Wenn ich jetzt hier rausschaue, das passt auch zum Wetter im Moment, ne? Also auch die Nachrichten behaupten, ach, es ist alles so verregnet diese Woche und ach, man muss nicht verzweifeln. Wirklich nicht. So schlimm sieht's gar nicht aus, glaub's mir. Allgemein, wir sehen uns mit einer wahrscheinlich aussichtslosen Situation konfrontiert, deren Verlauf bis jetzt nichts Gutes verheißt. Hier treffen wir auf die unschöne Palette der unterschiedlichsten Ängste, angefangen von mangelndem Selbstvertrauen bis hin zu quälendem Selbsthass. Wir fühlen uns verloren, verkannt und alleingelassen und sind eigentlich auf niemanden gut zu sprechen. Trotzdem oder gerade deshalb sei hier der altkluge Satz zitiert. Wir leiden nicht aus Lust am Leiden, sondern brauchen Leiden und Scheitern als notwendige Erfahrung, um an einer Überwindung zu wachsen. Ja? Auch einmal akzeptieren, ja, gut, die Laune ist jetzt halt, das Wetter ist so, aber nur weil das Wetter so ist und definitiv hinter den Wolken die Sonne scheint und ohne Regen und Sonnenschein es keinen Regenbogen gibt, ja, Trübsal zu blasen, braucht man definitiv nicht. Okay. Schauen wir mal das Berufliche. Oh, Töck, die Verbitterung, so griesgrämig hier. Läuft nicht so rund, wie du jetzt gerade wünschst. Auf der beruflichen Ebene steht Töck für Kreativitätsverlust, Stagnation und Arbeitsbedingungen, die uns auf Dauer auch gesundheitlich schaden. Nichts scheint sich zu bewegen. Die Schaffenskräfte versiegen, da die Ursprungsquelle auf irgendeine Weise vergiftet wurde. Dementsprechend entkräftet und stinkend präsentiert sich die Atmosphäre, welche dringend eines frischen Windes bedarf. Vorsicht vor Trollenergien, die etwas Gewachsenes in uns zu zerstören suchen und nicht immer nur im Außen, sondern ebenso in uns selbst auftreten können. Ja, auch aufpassen vor Energievampiren. Ja, also der Tektit hilft auch definitiv beim Loslassen. Ja, vielleicht steckst du hier noch gerade so in diesem Merkur-Aspekt drin, der dich jetzt hier noch so ein bisschen festhalten möchte. Ja, aber der Tektit, der hilft dir hier definitiv beim Loslassen. Ich find's schön, wie die Kombination von den Farben jetzt hier sich hier wieder spiegeln. Und ja, zu griesgrämig hier, ne? Bring auch mal den Witz hier wieder so ein bisschen rein, ja? Einen schönen Spielabend, ein paar Witze, kauf dir ein witziges Buch und ja, lass dann einfach das Alte auch mit dem Merkur-Einfluss dann auch aus deinem Leben gleiten. Ich helfe dir da später noch mit den
Energien, das mitunter aufzulösen. Und die Liebe, wie sieht es denn hier aus? Gevion, die Abgrenzung. Na, aber hier ist doch schon wesentlich fruchtbareres Land, ne? Die temperamentvolle Schwarzhaarige, die hier auch den Himmel wieder her ins Leben reinholt, ja? Auf der partnerschaftlichen Ebene ist Gevion Anzeiger dafür, wie wichtig es ist, die persönlichen Grenzen des anderen, aber auch die eigene Intimität zu achten und zu respektieren. Nur allzu leicht drohen im Beziehungsalltag die eigenen Belange unterzugehen. Vor allem, wenn wir vom Ich nicht zum gemeinsamen Wir, sondern nur noch zum Du gelangen. Weil die Bedürfnisse des Partners über die eigenen gestellt werden. Ebenso ist jetzt ein richtiger Moment, um gemeinsame Pläne zu schmieden und Dinge auf den Punkt zu bringen, die nach Verdichtung streben. Dabei muss jedoch Wachsamkeit vor unnützem Überversichern oder starrem Klammern walten. Das häufig durch irrationale Verlassensängste oder zwanghafte Eifersucht genährt wird, die auf lange Sicht jegliche Lebendigkeit zu erdrücken drohen. Gut, also auf der anderen Seite würde ich jetzt auch mal dazu sagen, also es war ein langer Monat, Mai, ja, mit sehr vielen Feiertagen, Muttertag, Vatertag, das, Sel, jenes, Pfingsten, Frohleichnam. Ja, und ja, wenn ihr jetzt wirklich viel draußen wart, würde ich auch sagen, ist es genauso rechtens, dass man hier auch mal wieder die Gemeinsamkeit sucht und weil die heiße Jahreszeit, Sommer, Sonne kommt sowieso, dass ihr das einfach jetzt mal genießt diese Woche. Ihr müsst ja nicht 7 Tage aufeinander sitzen, aber ja, dass man so die Gemeinsamkeiten natürlich auch pflegt schon. Prescht die hier mit ihren Freundinnen los und sucht sich was anderes. Ne? Damit muss man natürlich auch rechnen, ne? Wenn du ihr hier im Mai zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben solltest. Und ja, ich glaube, viel mehr muss ich da zurzeit nicht sagen. Amors Botschaft, was möchte sie dir mitgeben? Heimlicher Verehrer. Oder heimliche Verehrerin. Also wenn du noch Single bist, dann hast du hier definitiv eine heimliche Verehrerin. Ich denke schon, dass die sehr temperamentvoll sein kann, ne? Die wird ja auch sagen, was sie denkt. Und vom Avalot Camelot Tarot, was haben wir denn hier? Oh, Gwen, der Naturbursche. Nur Mut, dein Herz hat eine ungeahnte Kraft. Gwen, der raue Ritter mit dem großen Herzen. Ein Naturbursche durch und durch. Er liebt den Wald, die Natur und den Gesang der Vögel. Keiner der Ritter war so sehr mit seiner Familie verbunden wie Gwen. Seine Frau Marion hat ihm viele gesunde Kinder geschenkt. Und jedes liebte er. Eine ebenso tiefe Liebe verband ihn auch mit seiner Mutter, die mit einem langen Leben gesegnet war. Dass du von Gwen lernen kannst, ist, Mut zu haben. Gwen hat in jeder Schlacht immer am meisten Angst und bewies dadurch den größten Mut. Den Mut zu haben bedeutet, sich nicht von seiner Angst beherrschen zu lassen, sich ihr zu stellen und seinem Herzen zu folgen.
Affirmation, mutig folge ich dem Weg meines Herzens. Oh, schön. Okay, und deine Einhornkarte sagt Nähe, ja? Dein Einhorn ist immer bei dir, auch die gewisse Nähe zuzulassen. Ja, auch wenn hier so alles trübes Wetter und auf der Griesgrämigkeit auf der Arbeit oder so, ja. Lass es einfach zu, dass hier auch jemand näher kommen kann. Ja? Okay. Kommen wir zur zweiten Legung. Was haben wir hier im Allgemeinen? Oh. Imir, der Widerstand. Oh, schon wieder so eine Kälte hier. Oh. Bruch. Na, ich befürchte, die Woche wird nicht wirklich heiß. Es stellt sich uns scheinbar unüberwindbare Hindernisse in den Weg, welche uns derzeit mit wenig Zuversicht erfüllen. Wir werden mit Widerständen, Blockaden, Gefühlskälte und den daraus möglichen Erfolg, Erstarrung konfrontiert. Es stellt sich die Frage, warum wir uns gerade hier in den Kräften des Schicksals messen und worauf sie uns hinzuweisen versuchen. Wer oder was zwingt uns, sich diesen Energien entgegenzustemmen, die zu einem zwar notwendige Prüfung des Lebens darstellen mögen, zum anderen aber auch ein Hinweis darauf sein könnten, dass es besser ist, in dieser Angelegenheit die Segel zu streichen und unser Vorhaben aufzugeben. Mhm. Und das Berufliche? Ektrinia, der Wandel. Guck dir den Hirsch hier an. Der genüsslich von der Weltenesche ist und im Hintergrund wieder hier seine Mädels stehen hat, ne? Nächste Prumpfzeit. Ja, also, eine davon ist sowieso meine, wenn nicht beide, ne? Spiel mit, nicht mit so viel Feuern. Im beruflichen Bereich erschließt sich uns neue Perspektiven, jetzt wie von selbst. Spontanität und Flexibilität sind allerdings erforderliche Eigenschaften, wenn es darum geht, neue Wege zu beschreiten und zuvor veraltete Strukturen loszulassen. Festgefahrene Situationen lassen sich oft schon dadurch verwandeln, dass wir lediglich unser Denken und unsere Einstellung dazu verändern. Dabei sollte gemächlich und in kleinen Schritten vorangegangen werden. Behutsames Vorgehen und die Bereitschaft, sich in die neue Situation eines anderen hineinzuversetzen, bewirken oft mehr, als sich zwanghaft unter Druck zu setzen. Thema Liebe? Hagen, der Verrat. Ne? Zu viel Feuer im zu viel Eisen im Feuer. Trittst du auf jeden Fall in ein Fettdäppchen, da tätig würde ich definitiv aufpassen. In unseren Beziehungen fühlen wir uns hintergangen, werden enttäuscht oder sind möglicherweise das ahnungslose Opfer oder der Initiator einer ausgeklügelten Verführungsintrige. Es mag aber auch sein, dass wir im Begriff sind, unsere eigenen Ideale zu verraten, um uns durch geschicktes Mogeln einen Vorteil zu verschaffen. Hier sollten wir uns ehrlich fragen, warum unsere eigene Aufrichtigkeit auf der Strecke bleiben und wir lieber verlogene Scheinlösungen wählen und diese den zwar schwierigeren, dafür aber ehrlicheren Lösungsweg vorziehen. Feigheit? Wenn ja, vor was? Deine Amas Botschaft?
Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Die Karte von Avalon und Camelot. Die Heilkraft. Sage ja zum Leben und zur Liebe. Alles liegt in deiner Hand und in deinem Herzen. Bei den Priesterinnen von Avalon, aber auch auf der heiligen Insel der Druiden, wurde Wissen über Heilung weitergegeben. Die Hohepriesterinnen von Avalon lehrten die jungen Mädchen, die auf die Insel kamen, dass es eine göttliche Ordnung in allem gibt. Wenn etwas krank ist, dann ist diese Ordnung gestört. Unsere Welt ist voll von Helfern, um diese Ordnung wiederherzustellen, erklärte Vivian, einst Hohepriesterin, uns sehr offen. Sie meinte damit die Bäume, die Kräuter, die Früchte, ja sogar die Tiere. Sie sprach oft von dem, was uns die Tiere lehrten. Zum Beispiel lehrt uns der Hund, dass Treue bedeutet. Eine Katze lehrt uns Hingabe und die Pferde heilen unsere Herzen. Doch das Wichtigste ist das Wissen um die innere Heilkraft, die jedem Körper innewohnt. In jeder Zelle schwingt, oft muss nur das Umfeld oder die innere Einstellung geändert werden und schon setzt sich diese Kräfte frei. Doch nicht nur Körper, auch Familie, Firmen, Häuser oder ein Stück Land bedürfen ab und an der Heilung. In jedem von uns schwingt ein tiefes, altes Wissen um eine magische Kraft, die uns sagt, alles kann geheilt werden. Du hast diese Karte gezogen, da es für dich jetzt an der Zeit ist, dich mit dem Thema Heilkraft zu beschäftigen. Lerne und erkenne die Heilkraft im Innen und im Außen. Die Fähigkeit, deinen und andere Körper zu heilen, geht weit über das hinaus, was du, was zu glauben dir das kollektive Feld erlaubt. Also gehe du mit Mut weit über das kollektive Feld hinaus. Allein das zu tun, ist schon heilsam und befreiend. Affirmation: Ich bin göttliche Ordnung. Deine Einhornkarte. Dienen. Mit offenem Herzen dienen ist der Schlüssel zur Erfüllung. Ja, auch mal für andere da zu sein, ja. Vielleicht hast du gerade im Moment heilende Hände. Kommen wir zu unserem Bergskristall. Was haben wir hier denn als erste Karte? Outre mir Überfluss. Na, das hört sich schon mal gut an. Outre mir steht für Gastfreundschaft, Genussfähigkeit und Großzügigkeit, die in irgendeiner Form und Weise unser Leben bereichern. Er ist Anzeiger für eine Zeit des Überflusses, des Wohlstandes. Wir können aus freien Stücken Dinge, Zeit und Energien von uns geben, da uns die Götter wohl gesonnen sind und wir über reichlich Nachschub verfügen. Was wir ehrlich und selbstlos von uns geben, kehrt auf irgendeiner Ebene wieder zu uns zurück. Allerdings kann Überfluss dort zur Belastung werden, wo wir ihm ständig ausgesetzt sind und wir hierdurch unser Empfinden für ein natürliches Maß einbüßen. Auch am elterlichen Tropf, dem
versorgend den Rockzipfel von zu Hause zu hängen, ist von Natur aus zwar eine Zeit lang von so vorgesehen, darf aber nicht in die eigene Unselbstständigkeit führen, da die Preise, die für eine zu spät durchtrennte Nabelschnur zu entrichten sind, immer von allen Beteiligten bezahlt werden müssen. Auch von jenen Beziehungspartnern, die später auf diese Versorgerposition nachrücken. Okay, und beruflich sagt mir die Ausgewogenheit Odins Pferd mit seinen 8 Läufen. Beruflich steht das Pferd für Höhenflüge sowie für kreative und erfolgsversprechende Zusammenarbeit, die wir voller Hoffnung und Vertrauen beginnen oder weiterführen können. Dabei sollte stets auf die Einhaltung der Spielregeln und die gleichmäßige Verteilung des Kuchens geachtet werden. Und die Liebe? Freya, die Zeugungskraft. Der Pan hier auf sein Wildschwein reitet. Im Bereich der Leidenschaft steht Freya für Schwärmerei, das Erwachen von Frühlingsgefühlen und das damit einhergehende Brunftgebaren. Diese Sehnsüchte können sich auf eine fremde Person oder neue Bekanntschaft beziehen, ebenso aber in einer bestehenden Partnerschaft aufkeimen oder wiederkehren. Starke Triebkräfte sind angezeigt, die es nicht nur beim Werben belassen wollen. Auch hier gilt, konzentrierte Beharrlichkeit führen meist ans Ziel. Sollte kein Liebespartner in Aussicht sein, ist es die innere Einstellung zu uns selbst oder zum anderen Geschlecht, die eine positive Begegnung im Außen verhindert und uns auffordert, sich wieder mehr auf die sinnlichen Bereiche des Lebens einzustimmen. Amors Botschaft. Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Dein, das hört sich, du bist das Glückskind der Woche. Avalon und Camelot-Karte. Sanftmut. Es gibt viele Schlüssel, die dich zum Erwachen führen. Sanftmut ist einer davon. Wähle diesen Weg. Interessant. Jesus spricht in der Bergpredigt: Selig diese sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmut, ein interessantes Wort. Habe den Mut, sanft zu sein. Du hast jetzt diese Karte gezogen, da ist dies nun ein vorrangiges Thema. Wo oder wann lässt du dich von Dämonen, Jähzorn oder seinen Kumpan Wut aus der Mitte bringen? Es ist an der Zeit, diesen Dämon Lebewohl zu sagen, denn jetzt ist die Zeit des Mutes. Die göttliche Quelle und Jesus wollen Lady Gaia mit den Sanftmütigen besiedelt wissen. Was würde das bedeuten? Es würde Frieden bedeuten, alte Dämonen loszulassen, die uns seit schon vielen Jahren begleiten. Ist die schwierigste Aufgabe, oft sind sie uns vertraut.
Oh, jetzt bin ich verrutscht. Was würde das bedeuten, wenn die Sanftmut, ja, die Gaia mit der Sanftmütigen besiegelt wissen? Was würde das bedeuten? Es würde Frieden bedeuten, alte Dämonen loslassen, die uns schon so viele Jahre begleiten. Ist die schwierigste Aufgabe. Oft sind sie uns vertraut, machen uns schon lange keine Angst mehr, aber sie leiten uns auf ihr Wege. Mache dir dies bewusst. Im Tanach steht geschrieben, er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Lasse Zorn, Wut, Jähzorn, Eifersucht, Ärger und Aggression keine Macht mehr über dich erlangen. Geh den Weg der göttlichen Quelle, sanft und mutig, Schritt für Schritt. Und das Erdreich wird dir gehören. Affirmation: Jesus ist bei mir und lehrt mich Sanftmut jeden Tag. Sieht auch schon aus wie so ein Jesus hier, ne? Gell? Und deine Einhornkarte für diese Woche, was hätten wir denn hier? Oh, Wünschen. Guck mal, du hast hier einen Wunschbrunnen. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sich wünschen, denn es wird sich erfüllen. Okay. Hier, dass du so ein bisschen aus deinem Trübsal hier rauskommst. Ja, das ist das Wetter. Und dann lösen wir hier mal die alten Strukturen auf. Der Merkur, der fließt jetzt weg und wir fühlen uns jetzt wesentlich freier. Ja, auch den Mut. Hilfen anderen zu geben und auch zu heilen. Und hier, dass du dir das Richtige wünschst, dass sich deine Wünsche auch erfüllen. Nee, du hast so tolle Karten, hey, Wahnsinn, toll. Wow. Kommt noch die Ja-Nein-Vielleicht-Frage? Ich mische mal. Okay. Ich löse auf. Ja. Sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Und das Nein. Ja, nichtsdestotrotz. Komm, wird schon. Ist noch nicht alle Tage Abend. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüss.